imposante Berglandschaften, beeindruckende Pulverschneehänge. Der Arlberg zieht seit Generationen wagemutige Skisportler in seinen Bann. Heute sind es die modernen Freerider, die er mit seinen unerschöpflich scheinenden Möglichkeiten inspiriert. Das ist ein riesengroßes Gebiet, es gibt wahnsinnig viele Möglichkeiten dort. Freeride Mecca, es kommen wahnsinnig viele internationale, gute Freerider dorthin. Man kann richtig gute Big Mountain Sachen fahren, kann dann auch lockere Sachen fahren, so wie im kopierten Gelände. Wo man Abfahrten hat, die unverspurt sind, auch noch wochenlang nach Schneefall. Es sind über 80 Lifte, die viele Täler erschließen. Es ist einfach ein Traum von einem Freeride-Gebiet. Wenn alle anderen keinen Schnee haben, wir haben meistens Schnee. Der Arlberg hat ganz eine spezielle Lage, weil wir unser Wetter, unser Schneewetter in Österreich ganz viel aus Nordwesten kriegen. Und da ist der Arlberg einfach der erste, wo die Wolken hängen, wo die hängen bleiben und wo es abschneit. Deswegen am Arlberg kann man immer damit rechnen, dass man mehr Niederschlag hat wie in allen inneralpinen Regionen. Das ist einfach bevorzugt. Der Arlberg ist die Wiege des alpinen Skilaufs. Legendär ist der Filmklassiker Der weiße Rausch, mit dem Dr. Arnold Funk bereits 1931 für Aufsehen gesorgt hat. St. Anton, weißer Rausch, das waren definitiv Freerider. Eine Legende des Arlbergs ist Hannes Schneider, der 1921 die weltbekannte Arlberger Skischule begründete. Ich werde Geschwindigkeit ins Skifahren der Menschen bringen. Die Geschwindigkeit ist der Reiz an der Sache, war Schneiders Vision. Wenn man so die alten Bilder vom weißen Rausch sieht, dann waren es auf jeden Fall Freerider. Ziemlich wilde Hunde auch noch, würde ich mal sagen. Die waren nur im Gelände unterwegs, da hat es nichts präpariert, die Piste oder sonstiges gegeben. Die sind die Ersten, die es richtig angefangen haben, auch mit dem Gelände zu spielen. Die haben einfach auch Gas gegeben und die haben einfach auch das gemacht, was ihnen da auf die Berge und nichts anderes machen wie heutzutage. Das sind eigentlich schon die Vorreiter zum jetzigen Freerennen. Meine, die Frage taucht sehr oft auf, was Freeriden für mich ist und was Freerider sind für mich. Das ist ganz einfach. Jeder, der die Piste verlässt und sich bewusst ist, dass er das tut und da die Ausrüstung mitbringt und sagt, ich bin jetzt im freien Skirennen, muss auf mich selber aufpassen, das ist ein Freerider. Ob der jetzt nur neben der Piste herfährt oder ob er 5 Stunden aufsteigt oder ob er einen 7000er besteigt und mit den Skiern befährt, das sind alles Freerider. Früher hat man Tiefschneefahren gesagt, jetzt sagt man halt Freeriden, das ist halt der moderne Ausdruck. Aber im Endeffekt sind alle Geländefahrer, alle Tiefschneefahrer sind für mich Freerider. Ja. Auch wenn 80 Jahre dazwischen liegen, die Profis heute treibt dieselbe Leidenschaft an wie die Pioniere damals. Der einzig gravierende Unterschied liegt bei den Brettern, die ihnen die Welt bedeuten. Mittlerweile gibt es eigentlich schon viele verschiedene Arten von Freeride-Ski. Aber grundsätzlich haben sie eines gemeinsam, und zwar, dass sie halt breiter sind wie normale Ski. Umso breiter sie sind, umso mehr schwimme ich oben dahin. Die Physik und mehr als 90% Luft im Pulverschnee ermöglichen den einzigartigen Schwebezustand. Wenn das Board breit genug ist, dann dauert es einfach sehr lange, bis die ganze Luft unter dem Board sozusagen seitlich wegströmt. Und das heißt, je breiter das Board, desto besser ist das Schwebegefühl. Jeder, der es einmal ausprobiert hat, im Vergleich mit einem schmalen Ski, mit einem Pistenski im Gelände oder mit einem breiteren, wird immer wieder auf den breiteren zurückgreifen. Die neueste Innovation der Industrie sind Snowboards und Ski mit Rocker, deren Form einer Banane ähnelt.
Der Rocker kommt einfach noch ein bisschen besser raus aus dem Tiefschnee und du hast noch ein bisschen mehr das Gefühl, dass du surfst, dass du wirklich quasi durch den Powder einfach durchschweben kannst. Mit einem höheren Anstellwinkel haben wir auch einen höheren Auftrieb. Durch Gewichtsverlagerung können wir den Anstellwinkel vergrößern oder bei Rockerboards ist das Board an sich schon so geformt, dass der Anstellwinkel groß ist. Der neueste Trend bei den Snowboardern ist ein teilbares Board. Das Splitboard erleichtert den Aufstieg im freien Gelände. Ich kann unten Felle draufgeben, ich habe eine Steighilfe und ich kann es dann am Gipfel innerhalb kürzester Zeit umbauen und habe wieder ein Snowboard, mit dem ich ganz normal im Tiefschnee abfahren kann. Und ist klar, ein guter Snowboarder sollte sich auf jedes Brett einstellen können. Und für die Industrie muss es gleichzeitig ein Ziel sein, auch einen schlechten Snowboarder dazu zu bringen, dass er sich als guter Snowboarder fühlt. Ein Ziel der Industrie ist es auch, die Sicherheit zu erhöhen. Und in den letzten Jahren ist auf diesem Gebiet viel passiert. Die richtige Ausrüstung kann im Notfall das Leben retten. Also ich bin prinzipiell mit einem ABS-Rucksack unterwegs und habe als Ergänzung zum VS-Gerät, das ich am Körper habe, dann natürlich Schaufel und Sonde im Rucksack drinnen. Zusätzlich ein Erste-Hilfe-Bag, ein Biwaksack, was zum Trinken und einen Riegel. Das Besondere am Airbag-Rucksack sind zwei Ballons, die sich aufblasen. Dadurch erhöht sich das Volumen des Körpers, was eine Verschüttung in einer Lawine verhindern soll. Ich fahre mit einem ABS-Rucksack genauso, wie wenn ich keinen hätte. Also ich fahre jetzt, wenn ich einen Hang siege und ich fahre, würde ohne ABS-Rucksack nicht einfahren, fahre mit ABS-Rucksack auch nicht. Und ich denke mal, das ist extrem wichtig, dass die Leute das ABS-System oder das Airbag-System nicht falsch verstehen. Das ist kein Freifahrtsschein. Makes no difference what you try. I'm never gonna be. Die wichtigsten Voraussetzungen, um sich ins freie Gelände zu begeben, sind viel Erfahrung, die richtige Selbsteinschätzung und eine genaue Vorbereitung. Ja, die Vorbereitung schaut so aus, dass ich mal in der Früh den Wetterbericht mal anschaue. Ich check den Lawinenlagebericht, ich schaue mir oft einmal die einzelnen Wetterstationen an und natürlich auch den Austausch mit anderen Kollegen, die auch permanent im Gelände sind. Aber auch bei größter Vorsicht bleibt immer ein Restrisiko bestehen. Beim Freeriden, das Besondere ist die Komplexität der Gefahr. Also gerade die Konfrontation mit Lawinengefahr schafft doch eine neue Qualität an Risiko. Die Lawinengefahr ist sehr schwer einzuschätzen. Also uns Menschen sind enge Grenzen gesetzt, die Lawinengefahr zu erkennen. Und daher brauchen wir recht raffinierte, komplexe Entscheidungsstrategien, um hier zu vernünftigen Entscheidungen zu kommen und das Risiko in einem gesellschaftlich akzeptablen Rahmen zu halten. Wir haben die ganzen Unfälle ausgearbeitet von 20 Jahren und da sieht man, dass man da fast 90% der Unfälle vermeiden kann, wenn man genau sich auf solche Strategien einlässt, nämlich dass man sagt einfach, wenn eine Gefahrenstufe 2 ist, dann soll man nicht steiler fahren wie 40 Grad, wenn die Gefahrenstufe 3 ist, nicht mehr steiler wie 35 Grad und noch bei der Gefahrenstufe 4 sollte man da eben unter 30 Grad bleiben. Also ganz diese einfache Zusammenhang, bei 2 nicht über 40, bei 3 nicht über 35, bei 4 nicht über 30 Grad, dann hat man fast 90% aller Unfälle könnte man dann vermeiden. Also schon eine sehr eindrucksvolle Bilanz. Dass der Arlberg ein internationales Freeride-Mekka ist, bringt im Hinblick auf die Sicherheit auch Vorteile. Ja, es gibt nicht umsonst den sogenannten Arlberg-Effekt, dass es Hänge, die viel befahren werden bei Neuschnee, diesem Neuschnee einen besseren Halt geben auf dem verspurten Gelände und früher und auch bei einer höheren Lawinenwarnstufe wieder befahren werden können. Noch nicht oft befahren wurde einer der spektakulärsten Gipfel rund um St. Anton.
Eine Herausforderung, der Flo Orle, Matthias Haunholder und Phil Meyer nicht widerstehen können. Ja, der Berg fängt den Schnee in so einem besonderen Ort, dass auf dieser Seite, wo man ihn befahrt, auf der Ostseite, fast immer windstill ist. Jetzt kann der Schnee sich da in sogenannten Spines ablagern. Das sind so Strukturen in der Falllinie, ja, die ganz toll ausschauen und ganz eigen zu befahren sein, weil man auf diesen Spines fahren kann und rechts und links dann der Schnee fließt. Es gibt natürlich schon Bilder von anderen Skifahrern, die den Berg befahren sind, aber ich habe nie jemanden gesehen, der vom Gipfel direkt eingefahren ist, und ich glaube, dass er nicht viele Jahre gibt, wo das möglich ist. Wir stellen das schon fest, dass in unserer Gesellschaft die bewusste Suche nach Risiko zunimmt. Der Mensch, der in seinem Alltag ausschließlich mit Sicherheit konfrontiert ist, braucht noch etwas. Und das findet er heute im Sport. Es waren die begüterten Engländer, die den Alpinismus erfunden haben. Die Intellektuellen, die den Alpinismus erfunden haben, nicht die Bergbauern. Wenn man sich mit Snowboard oder Ski an den Füßen in so steiles Gelände begibt, muss man natürlich viel planen, weil die Gefahr nicht zu verachten ist. Dass man sich auch mal Sachen wehtut. Meine These dazu ist, dass Menschen für ihre Entwicklung ein gewisses Maß an Wagnis und an Risiko brauchen. Und dass es gewissermaßen auch zur Grundausstattung eines Menschen gehört, Risiken einzugehen, Neues auszuprobieren, Grenzen auszuloten, Grenzen zu erweitern. In diesem Fall ist der Höhenunterschied vom Gipfel bis zum Auslauf des steilsten Partes nicht so hoch, dass man sagen muss, es wäre lebensgefährlich. Sprich, selbst wenn ich beim ersten Schwung fliege, dann purzle ich zwar 150 Höhenmeter runter, aber ich lande immer in Tiefschnee und stürze nicht, also weiß ich wo, ins Nirvana hinab. Von dem her war das Risiko in dem Fall kalkulierbar. Was alle Risikosportler auszeichnet, einen sehr ausgeprägten Unverwundbarkeitsglauben. Das heißt, eine ganz tief sitzende Überzeugung, die ist nicht rational, das ist eine irrationale Qualität. Die tief sitzende Überzeugung, mir wird nichts passieren. Wenn ich so risikokalkulierbar, gehe ich immer von mir aus. Dieser Unverwundbarkeitsglaube ist auch ein Teil unserer psychischen Ausstattung als Menschen, und der ist unendlich wertvoll. Stellen Sie sich vor, Sie würden bei jeder Tätigkeit, die Sie machen, immer Angst haben. Es ist auch hier wieder, die Dosis macht das Gift. Wann ist dieser Unverwundbarkeitsglaube einfach nicht mehr gerechtfertigt, irrational? Mit jedem riskanten Erlebnis, was du gut meisterst, sammelst du mehr Erfahrung. Das heißt, du könntest das Gleiche wieder mit weniger Risiko machen. Man ist ständig in der Zukunft mit seinen Gedanken oder denkt über die Vergangenheit nach. Im Sport bin ich gezwungen, ganz, ganz in der Sekunde zu sein, in der ich jetzt lebe. In der nächsten Freeride Deluxe-Folge geht es um das Leben als Freeride-Profi und moderne Sicherheitssysteme. So alone, left everyone back at home.
Marine Manager im Sommer. Sie lassen sich jeden Tag schminken, um dann für die Innsbrucker Gastkarten gerüstet zu sein. Wie bereitet man sich auf die Saison vor? Bei mir fängt es im Sommer an, indem ich mir in die Sonne lege und Tequila trinke, Bier. Schmier mich mit Latschenkieferöl ein und im Winter gehe ein bisschen Skifahren. Lieblingsschneeort ist natürlich Tiefschnee. Super, frisch gefallener Neuschnee. Also bei mir hat sich da gar nicht viel geändert. Ich fahre immer noch mit Holzski, Riemen, Bindung und Jagerstecken. Und dann zum Schluss kommt dann die irgendwie entscheidende Frage. Wollen Sie von diesem Mann einen Lawinenlagebericht hören? Ich bin auch nicht im Bild, nichts ist im Bild, dann kann es schon losgehen.